Wie haben Sie das 38er Jahr erlebt? Oh je. Zuerst haben wir nicht gewusst, was los ist. Aber nein, ich möchte kein zweites Mal. Ich war 38er Jahr, da habe ich was zustellen müssen. Ich weiß nicht, was ein Obst oder was von unten aufgefahren von Hafenstädten. Und da, das war da, wie soll man sagen, von Stoppack so hin auf den Brie, ich weiß nicht, wie die Bier, was nicht, wie die heißt. Da oben bin ich runtergekommen. Heinrichstraße gibt es das? Weil Sie sagen Stadtpark hinauf. Ja, Stadtpark hinauf zu, ja. Es geht ein bisschen so bergauf. Und man denkt, was ist nicht? Das haben wir schon gewusst, dass wir Ding waren, besetzt sind. Aber dann sind mit Motorrad daher gefahren, von vorgefahren und so wild gefahren. Und man denkt, du bleibst stehen. Und genau vor einem Haus sind sie dort am Dummelplatz, sind sie stehen geblieben mit den Motorrädern. Und man denkt, was ist denn da? Und die springen runter vom Motorrad und rennen in ein Haus rein. Und man denkt, ich gehe nicht für ihre, wer weiß, was da los ist. Dann haben sie einen alten Mann ausgezahlt. Und da war ein Wagen schon dort gestanden, schon einer, der war zwingend sicher gehört. Und da haben sie noch den aufgesetzt, dann sind eine Buben dahergekommen. Die Buben kommen sehr mit. Haben sie den bespuckt, die Buben haben sie müssen machen und den haben sie in den Trieb gedrückt. Dann sind die Spucker runtergegangen. Na, man denkt, jetzt reise ich auch.